Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Heute Abend einmal die Abendgedanken aus Essenheim, was ja auch zu unserer Pfarrgruppe gehört. Wir sind hier vor der evangelischen Kirche auf einem besonderen Platz. Letzten Dienstag wurde dieser Platz eingeweiht. Es ist der Johann-Salomon-Platz. Johann Salomon wurde 1945 in New York geboren. Ihre Mutter Helena war die Tochter der jüdischen Kaufleute Max und Jettchen Meyer, die hier in Essenheim gelebt haben. 1934 musste die Familie Essenheim verlassen. Max Meyer starb 1935 in Mainz. Der älteren Tochter Helena gelang kurz vor Kriegsbeginn die Flucht in die USA. Jettchen und die jüngere Tochter Ruth wurden 1942 im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Nach dem Tod ihrer Mutter begann Johann die Geschichte ihrer Familie zu erforschen. Dafür lernte sie Deutsch und kommt 2014 erstmals nach Essenheim, wo sie ältere Einwohner trifft und mit denen über die Geschichte spricht. Nie mit einem Vorwurf auf den Lippen, immer interessiert, und so ist sie zu einer Freundin dieses Ortes geworden. Und man hat beschlossen, das war eine Idee des Geschichtsvereins, diesen Platz hier nach Frau Dr. Johann Salomon zu ernennen. Für mich eine ganz gute, eine ganz wichtige Entscheidung. Wir dürfen nicht vergessen, was in der Geschichte war. Wir sind nicht verantwortlich für das, was passiert ist, weder Sie noch ich. Aber wir tragen die Verantwortung, dass es nie wieder passiert. Und ich finde es eine super Idee der Ortsgemeinde Essenheim, dass sie diesen Platz dieser Frau gewidmet hat, die auf ihre Art und Weise sehr viel für die Versöhnung getan hat und dafür, dass man Geschichte nicht einfach vergisst. Heute hatten wir im Evangelium eine ziemlich barsche Stelle. Es gibt Menschen, die wollen Jesus nachfolgen und er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, darfst du nicht deinen Vater beerdigen, du darfst nicht nochmal zurückschauen, du darfst dich nicht verabschieden, du musst einfach mir nachmarschieren. Hat das Jesus wirklich so gemeint? Ich glaube, die Botschaft ist eine andere. Die Entscheidung, Christ zu sein, ist eine radikale. Wenn ich mich entscheide, eine Christin, ein Christ zu werden, heißt das, dass ich immer in dem Menschen, der mir gegenübersteht, Gott sehe, dass ich in diesem Menschen Jesus sehe und dass ich weiß, dieser Mensch mir gegenüber ist wertvoll und ich muss ihn mit Achtung und Würde behandeln. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist nun auch der Zusammenhang. Wir Christen haben den Auftrag, alle Menschen, die uns begegnen, mit Achtung und Würde zu behandeln. Und das gilt für Menschen anderer Nationen, aber auch für Menschen anderen Glaubens. Leider ist die Geschichte zwischen Christen und Juden von ganz traurigen Ereignissen von Verfolgung und Mord geprägt. Und es ist an der Zeit, diese Geschichte zu ändern. Es war für mich schon sehr bewegend, als ich am Dienstag hier im Rahmen der Öffnung dieses Platzes mit meinem evangelischen Kollegen, einem Vertreter der jüdischen Gemeinde aus Mainz und eben ich, gemeinsam hier ein Gebet sprechen durften. Diese Religionen, die sich immer wieder bekriegt hatten, standen friedlich und gemeinsam hier in der Kirche und haben miteinander gebetet. Ich hoffe, dass das ein kleiner Mitstartpunkt war, dass das ein kleines Signal war, dass die alten Zeiten wirklich vorbei sind. Denn die Verantwortung für unsere Erde und für das friedliche Miteinander der Völker und dass nie wieder ein Mensch wegen seiner Rasse, seiner Herkunft, seiner Abstammung oder seiner sexuellen Orientierung verfolgt wird, liegt ganz klar bei uns. In diesem Sinne lade ich Sie ein, dass wir heute Abend ein Vaterunser sprechen für das Verständnis der Menschen untereinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen von diesem wunderschönen Platz aus und von Essenheim aus einen wunderschönen Sonntagabend. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie behütet. Und so segne und behüte euch an diesem Abend, euch und alle, die ihr gern habt, und alle seine Kinder, egal welche Religion sie haben, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Abend, bis demnächst. Alles Gute. Ciao.